Was geht ab, Freunde, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder die Food Champions Weekend League Reward. Freunde, im Hintergrund sehen wir das Team of the Week und wir schon im... Ne, 3, 2, 1. Im Hintergrund ist das Team of the Week und wir, wenn ihr das Video vom Montag oder Dienstag gesehen habt, ich glaube Dienstag habe ich das hochgeladen, haben wir Elite 3 abgeschlossen und zwar zum ersten Mal und das auch bei so einem kranken Team of the Week. Ich würde sagen, das ist auch von den Spielerpreisen bisher das beste Team of the Week, finde ich, was rausgekommen ist. Wie viel kostet so ein Kimmich? Okay, ein Kimmich kostet nur 100k, 200k Fabinho, Jesus 250, Messi, habe ich gestern geguckt, der ist auch schon gesunken, gestern war er noch bei 3,2, der ja auf 800k. Ja, ist so geblieben. Ja, sonst high rated, aber die nichts kosten, zum Beispiel hier ich. Wie ihr wisst, haben wir ein 3er Inform-Pack, wenn ihr das Video gesehen habt. Falls nicht, checkt das gerne das Video nochmal ab. Und ja, 34.000 Münzen oder 2 Megapacks. Nehmen wir einfach die Münzen mit, zwar ein bisschen wenig, aber egal. Und wenn das... Oh, wir sind sogar abgestiegen noch in der Division. Und wenn das kein Zeichen ist, dass wir dieses Wochenende Elite 3 erreicht haben bei so einem kranken Team of the Week, dann weiß ich auch nicht mehr, das einmal sehen zu dürfen. Ich hoffe, nächste Woche nochmal. Aber natürlich habe ich auch ein bisschen Glück gehabt und kommt ja auch in der Tagesform so an. Aber ich werde auf jeden Fall alles tun. 100k Pack haben wir auch. Und aber diesmal 3er Goldauswahl. Und ich würde sagen, als allererstes irgendwas Geiles. Asensio finde ich nicht schlecht, nehme ich gerne mit. Bräuchte ich eigentlich keinen Ter Stegen oder so mehr, aber finde ich Ter Stegen doch schon noch ein bisschen besser. Ja, moin, kriegen wir erstmal roten Gabriel Jesus. Und der ist nice. Wenigstens etwas gekriegt. Warte mal. Joa, ganz solide Werte. Nehme ich absolut gerne mit, den Gabriel Jesus. Vielleicht jetzt noch ein krasser zum Abschluss. Das wäre richtig krank. Vielleicht noch einen, komm. Ah, Witzel, aber Witzel finde ich auch solide als Einwechselspieler. Mit Shadow Chemistry Style geht er auf jeden Fall klar. Schade, ich möchte mal gerne wissen, wer Messi oder Griezmann gekriegt hat. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr gekriegt habt. Aber ich bin auf jeden Fall mit meiner Ausbeute zufrieden. Witzel, Asensio 86 und Gabriel Jesus. Bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. 250k, also 230. Ja, Freunde, 100k Pack. 3 Inform Pack kommt jetzt. Ich hoffe, das 3 Inform Pack wird nicht allzu scheiße. Erstmal das 100k Pack genüsslich öffnen. Oh mein Gott, kein Walkout. Kann ja nur scheiße werden. Ach, Aduris aus dem 100k Pack, ey. Oh mein Gott. Kann die Rest auch alles ablegen. Ist ja eh nichts drin. Bam. So, 3 Inform-Pack, wenn da jetzt kein Walker drin ist. So lange geschwitzt, oder was heißt lange geschwitzt, aber gut geschwitzt dafür. Wenn da kein Walker drin ist. Okay, immerhin Walkout. Aber ich nehme mir sowieso nicht so viel an. Weil kann ja auch nur Scheiße drin sein. Ja, ja, im Sommer. Ist nur Scheiße. Schade. Aber immerhin kostet er, glaube ich, 30.000 Münzen. Aber eigentlich war mir schon klar, dass hier kein Messi drin ist, weil so viel Luck habe ich dann auch nicht, obwohl ich gar nicht mal so wenig Pack-Luck habe. Aber kann ja noch vielleicht ein Jesus oder Fabinho hinter sein, aber ich glaube es auch nicht. Wäre geil, aber natürlich nur 80 und Ding. Aber immerhin 30.000 Münzen kostet der Jan Sommer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Macht's gut, haut rein und ciao.